Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video zu Arch-Age oder Arch-Age. Ich weiß bis heute nicht, wie dieses Spiel wirklich richtig ausgesprochen wird. Ich sage immer Arch-Age, andere sagen Arch-Age. Man weiß es nicht. Wir wollen das Ganze jetzt mal ein bisschen spielen und euch sozusagen den Einstieg in dieses große Free-to-Play-Online-Rollenspiel von XL Games, an dem unter anderem oder zu deren Team unter anderem auch der Schöpfer der Lineage-Spiele gehört, arbeitet. Und deswegen befindet sich aktuell in der Closed Beta. Und ja, wir starten jetzt mal rein und schauen uns an, was das Ding denn so zu bieten hat, was so die Grundlagen sind. Und da sind wir direkt schon bei einem Thema, denn 4 Rassen gibt es zur Auswahl und wir müssen uns natürlich erstmal einen Charakter erstellen. Wir haben die Nuian, die sagen, wir fürchten den Tod nicht. Das sind quasi, ja, das sind Menschen, vergleichbar mit, ja, Menschen aus dem westlichen Mittelalter, so, also aus dem europäischen Mittelalter. So kommen die halt irgendwie rüber. Dann gibt es die Elfen und dann gibt es auf dem Ostkontinent, das sieht man hier auch, ja. Die Elfen und die Nuian, die leben auf Nuya. Und dann gibt es eben Haranya, da leben die Firran, das sind so Katzenwesen, Katzenmenschen. Und die Harani, die man auch als Asiaten bezeichnen könnte. Und ich habe mir überlegt, wir starten einfach mal mit einem Nuian. Denn ich spiele selber einen Firran und bin mit dem die ganze Zeit auf dem östlichen Kontinent unterwegs und ich möchte mir jetzt mal den westlichen auch ein bisschen anschauen. Deswegen nehmen wir einen Nuian. So, und dann können wir natürlich dessen Aussehen umfangreich individualisieren. Ja, wir können jetzt zum Beispiel einfach eine Bruce Willis-Frisur verpassen. Oder sowas hier. Sieht grafisch auf jeden Fall alles ganz nett aus, basiert auf der CryEngine 3 und das sieht man auch, finde ich. Natürlich hat das Spiel jetzt nicht die Optik eines Crysis 3, logisch. Aber es ist halt auch ein MMO. Da muss man dann natürlich gewisse Abstriche machen. Man kann, wie gesagt, Frisuren auswählen. Es gibt dann aber natürlich noch hier wahnsinnig mehr. Ja, die Augen kann man wählen aus insgesamt 29 Sets. Wobei sind die Augen braun, nicht die Augen selbst. Aber hier natürlich die Pupillenfarbe lässt sich auch einstellen. Wir können uns selbst Make-up verpassen. Ja, für die etwas Metrosexuellen unter euch. Etwas Make-up. Ein Bart können wir unserem Helden verpassen. Und natürlich auch hier die Farben wählen. Die Haut kann man noch verändern. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht doch meiner Stimme an. Und hier Schönheitsfehler. Uah. So einfach mal richtige Narben durchs Gesicht gezogen. Wir können auch näher ranzoomen. Ja, das sieht nicht sehr appetitlich aus. Wir können jetzt aber auch einfach mal hier Looks kombinieren. Nee, Moment. Wo ist denn hier? Hallo? Abbrechen. Erscheinungsbild speichern. Nein. Nee, das ist auch. Ach, guck mal. Ah, genau. Man kann also Erscheinungsbilder. Das wusste ich noch gar nicht. Man kann sie speichern. Und dann hier immer aufrufen. Das ist natürlich ganz nett. Wenn man mehrmals den gleichen Charakter erstellen möchte, also der gleich aussieht, dann geht das natürlich. Ich weiß, ich schneide jetzt einfach mal so. Komm, das ist einfach hier Narbengesicht. Oh, komm, das ist noch besser. Zack. Nee, das finde ich hässlich. Oder einfach so eine Warze auf der Nase. Komm, das machen wir. Eine Warze auf der Nase. So. Da starten wir jetzt einfach mal mit. Ihr wollt ja was zum Spiel sehen. Wir nennen den guten Typen hier einfach mal. Ich weiß gar nicht, kann man hier Leerzeichen einmal? Dann würde ich sagen, jetzt Richard von Mausgewitz. Geht aber nicht. Gibt 3 bis 32 Zeichen ein? Wieso? Das sind doch noch keine 32 Zeichen. Okay, dann müssen wir irgendeinen einfachen Namen nehmen. Wir nennen ihn einfach. Warte mal, eine Warze auf der Nase. Wir nennen ihn einfach. Warzoll.
Warzor. Bin ja einfach Warzor. Ja, ich bin unfassbar kreativ. Achso, jetzt habe ich das Erscheinungsbild auch gespeichert. Na gut, egal. So, Skillset auswählen. genau. Wir haben 6 Skillsets zur Auswahl. Das sind nicht unsere finalen Klassen, aber das Klassensystem erkläre ich euch gleich nochmal. Wir können uns das am Anfang entscheiden für eins dieser Skillsets, zum Beispiel Kampfeszorn, was natürlich komplett auf Nahkampf ausgerichtet ist. Dann Zauberei. Erklärt sich auch von selbst. Bogenschießen für diejenigen, die aus der Distanz mit Pfeil und Bogen agieren wollen. Vitalismus ist natürlich sehr auf Heilung ausgerichtet. Okkultismus, da gibt es dann ja, böse Flüche oder die was mit dem Tod zu tun haben. Und Schattenspiele, das ist so ein bisschen schurkenmäßig, beziehungsweise auch hier Flüche. Ich habe mir gedacht, ich entscheide mich einfach mal für die Zauberei. Mach einen coolen Magier. So, jetzt muss ich hier nochmal den Namen eingeben. Warzor. Und Gott sei Dank ist der Name nicht vergeben. So, und wir starten mit diesem nun in die Welt von Arcage hinein. Und ich nehme an, jetzt gibt's erstmal Nuyan ein schönes Intro. Im Angesicht des Todes keine Angst. Wie könnten sie auch? Ihre Schutzgottheit ist die Göttin des Jenseits. Tod heißt, vereint zu werden mit ihr, die als Göttin ihr Leben gab, um alle Völker zu retten. Mit dem letzten Hauch ihrer göttlichen Seele hat sie alle Völker in ein neues Land geschickt. Alle verloren ihre alte Heimat, ihre alten Götter und ihre alten Helden. Aber für niemanden war dieser Verlust so schmerzhaft wie für die Anhänger von Nui. Manche hätten es sogar vorgezogen, ihr ins Jenseits zu folgen. Auch ich. Auf ihrem neuen Kontinent haben die Nuyan nichts gefunden, außer ungezähmter Wildnis. Sie träumten von ihrer prachtvollen Zivilisation auf Auroria. Aber ihre Wirklichkeit waren undichte Hütten und steinige, ertraglose Felder. Die Elementargeister, die das Gebiet seit Äonen beherrschten, quälten Nuis Erwählte. Sie herrschten von einem uralten Labyrinth aus, das im Wald versteckt war. Der mächtige Erzmagier Solsrean führte den Angriff auf die Animi und entriss ihnen die Kontrolle. Die Geister zogen sich zurück. Sie wussten, die Macht hat, wer den Schlüssel zu ihr besitzt. Solsrean baute ein Schloss über das Labyrinth und erklärte, wer es erobert, wird König. So konnten die Nuyan an früheren Ruhm anknüpfen und lernten, ihre neue Heimat zu lieben. Aber früher oder später finden sich auf einem Weg immer Stolpersteine. Ein junger Emporkömmling scheute das Labyrinth und nahm sich mit seiner Armee, was er begehrte. Selbst die zwei größten Städte Nuyas fielen. Er festigte seine Macht und nannte sein Königreich Zwei Kronen und schmiedete eine neue Art Frieden, bis das Schicksal erneut zuschlug und er ermordet wurde. Die Nuyan kämpften um ihre Existenz. Niemand merkte, dass ein dunkles Geheimnis das Königreich infizierte. Das war das Problem. Die Nuyan bekämpften sich und merkten nicht, dass die Dunkelheit wie ein Tumor wucherte. Die Nuyan riefen ihre Göttin an und erhielten keine Antwort. Ihre Statue sah sie nur mit steinkaltem Wohlwollen an. Kein anderes Volk begriff jemals diesen Schmerz, meinen Schmerz, die Sehnsucht nach Nui. Aber was auch passiert, sie sind immer Kinder der Göttin. Manche tragen sogar das Zeichen ihrer Liebe. Und ich werde mein Versprechen halten, sie zu beschützen. Sie müssen sich nur erinnern.
Der Krieg, der vor Jahrhunderten begann, ist noch nicht vorbei. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ja. Habt ihr irgendwas davon jetzt im Kopf behalten, was der gute Erzähler, es war die Stimme von, wessen Synchronstimme war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es tut mir wirklich leid, ich kann es nur noch mal sagen. Ich finde, was so ein bisschen das Problem ist von diesen Sequenzen, dadurch, dass sie so statisch sind und dann aber auch so lange dauern, also die gingen jetzt irgendwie über 2-3 Minuten, das ist ein bisschen zu lang. Aber das ist nun ein winzig, winzig kleiner Kritikpunkt, den ich an diesem ansonsten wirklich guten Spiel, das kann man wirklich sagen, anbringen muss. Also diese Intro-Sequenzen zu lang. Solche Zwischensequenzen gibt es dann im Laufe des Spiels auch immer mal wieder, denn es gibt für jede Rasse Rassenquests, also Story-Quests, und da werden dann immer solche Sequenzen eingestreut. Die sind dann aber wesentlich kürzer. Und da sind wir jetzt aber im Spiel und kriegen natürlich erstmal ein bisschen die Steuerung erklärt. Wir starten direkt im Wasser. Was ist das denn hier? Taufe oder wie? Johannes der Täufer? Hallo? Ja, nee, okay. Warum wir jetzt mit einem Bogen starten, frage ich mich. Weil wir ja ein Magier sind. Ein Zauberer. Aber nun gut. So, da wartet der erste Questgeber auf uns. Komm, das Tutorial schließen wir jetzt hier einfach mal. So. Mord. Hallo Mord, ich dachte, du wärst vor Jahren gestorben, als Homer sich duckte und du... Naja, ihr wisst schon, ne? So, Dialoge leider nicht vertont. Ich kann das mal selber einfach mal sprechen. Ich kann ja so toll weibliche Stimmen nachmachen. Ha! Du siehst aus wie eine ertrunkene Ratte. Warst du wieder auf der Suche nach Seevolkschuppen? Mal ehrlich, du gerätst viel öfter in Schwierigkeiten als alle anderen, die ich kenne. Oh, ich bin gekommen, um dich zu warnen. Das Holzfäller Gallagher auf dem Weg hierher ist, weil er dich sucht. Trockne dich mal lieber ab und geh den Pfad zu ihm hinauf, sonst verpasst du noch deinen großen Tag. So, und damit nehmen wir die Quest an. Also, wir sollen zu Holzfäller Gallagher. Und wie ihr sehen könnt, das Spiel sieht wirklich hübsch aus. Also, ne, so die Charaktermodelle sind schick. Die ganze Umgebung ist eigentlich echt schön gemacht. Man merkt auch teilweise wirklich, dass es die CryEngine ist. Ich finde zum Beispiel an den Bäumen, da sieht man es irgendwie so. Also ich kann es nicht genau beschreiben, aber man merkt einfach an so gewissen Elementen, da erkennt man einfach eine Engine. Das ist halt so. So, was haben wir hier? Einen Wegweiser. Die Solzrieder Füchse plagen diese Gegend und stehlen die Fische aus unseren Netzen. Ich belohne jeden, der dabei helfen kann, diese Plagegeister zu vernichten. Gott, Bürgermeister von Wünschendorf. Schön, dass ein Bürgermeister Gott heißt. Also anders geschrieben, DT, aber naja, gut. So, hier ist aber auch schon Holzfäller Gallagher. Also das hier sind auch eben normale Quests, ja. Du sollst hier Füchse töten. 3 Füchse. Oh, hallo, Warzor. Ich wollte jetzt schon Warzor sagen, aber nein, das ist Warzor. Du siehst etwas feucht um die Ohren aus. Warst du wieder am Erkunden? Bürgermeister Gott will mit dir reden, bevor du das Dorf verlässt. Natürlich möchte er das. Es geschieht nicht alle Tage, dass die Ältesten einem die Erlaubnis geben, eine Saison in der Fremde herumzureisen. Ich würde mir die Zeit nehmen, ihnen zu danken, bevor du abreist. So, aber erst einmal kümmern wir uns hier um die kleinen Füchse. Und da kann ich euch mal das Kampfsystem zeigen. Das ist im Prinzip komplett dem Standard der meisten Online-Rollenspiele angeglichen. Wir haben hier unten unsere Aktionsbuttons, unsere Fähigkeiten. Wir können jetzt eben hier, wenn wir auf die 2 drücken, oder wenn wir sie gedrückt halten, dann können wir die hier mit dem Pfeil drauf schießen. Und wir haben hier den Flammenbolzen. Und was an dem ganz cool ist, den castet man quasi einmal und dann kann man, wenn man schnell genug ist, ihn noch
bis zu zwei weitere Male zaubern, ohne dass es Mana kostet. Ja. Also ich zeig's euch hier jetzt nochmal. Zack, wir sehen ihn an. So, ich caste den Flammenbolzen und drücke jetzt schnell noch zweimal das Ding. Und kann dann eben schön noch zwei weitere Feuerbälle hinterherjagen. Das ist ganz cool. Machen wir weiter hier. So, komm. Hier sind wir auch bei einem interessanten und für viele wichtigen Punkt von ArcAge. Ihr seht hier, wir haben diese Geldbörse des Farmers jetzt dreimal erhalten. Da ist ein Fragezeichen drauf und wie hier steht, verbrauche einen Arbeitspunkt, um den Beutel zu öffnen und den Inhalt zu prüfen. Soll heißen, wir haben hier unten diese Arbeitspunkte, 5000 haben wir davon. Die werden verbraucht für viele, viele Aktionen, um Items zu entschlüsseln, sozusagen zu entziffern, dass wir sie benutzen können oder hier in dem Fall uns das Gold in die Taschen stecken können. Schön ist, wir kriegen dafür auch Erfahrungspunkte. Und das verbraucht eben diese Arbeitspunkte. Ich, weil ich ein privilegierter Mensch bin, habe jetzt eben hier quasi einen Status, dass ich alle 5 Minuten, wenn ich eingeloggt bin im Spiel, 10 Arbeitspunkte regeneriere. Und wenn ich ausgeloggt bin, sind es immer noch alle 5 Minuten 5 Punkte. Diesen Status muss man sich aber erst erkaufen. Und Problem ist halt, diese Arbeitspunkte braucht man auch für alles Mögliche, was das Crafting später betrifft. Und Crafting spielt halt eine immens große Rolle in diesem Spiel. Wenn wir uns hier mal das Berufsmenü angucken. Ach, das geht noch gar nicht. Doch, hier. So. Anleitung. Das sind die Berufe, die man erlernen kann. Ja. Ne, Moment. 18 Stück sind es, die wir hier sehen. Ja, Klassiker natürlich mit dabei. Alchemie, Kochkunst, Schmiedekunst. Aber eben auch so Sachen wie Bauwesen. Denn man kann sich ja eigene Häuser in ArcAge bauen. Und ja, alles, was dann irgendwie das Crafting betrifft, verbraucht halt diese Punkte. Und naja, sagen wir es mal so. Also ich glaube, so richtig Spaß machen wird ArcAge nur dann, wenn man sich diesen, ich glaube, Patron-Status kauft. Ich weiß allerdings nicht, wie teuer der ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Man kann es ausprobieren für umsonst. Und ich würde mal wirklich vorschlagen, wenn euch das Ding gefällt und ihr da langfristig Zeit mit verbringen wollt, dann kauft euch diesen Status und dann habt ihr auch da wirklich Spaß mit und habt keine Wartezeiten oder sonst was, weil sich diese Punkte, wie gesagt, auch so schnell auffüllen. Also das geht eigentlich, das ist kein großes Problem. So, hier haben wir noch eine Quest vom geschwätzigen Parish. Barzur, wo warst du? Der Prophet Tarion ist hier und wirkt vor aller Augen Wunder. Er wusste, wie viele Hühner im Hühnerstall des Bürgermeisters waren. Und ich meinte, ich würde bald eine Milchkuh besitzen. Ein Wahrsager? Hat er mich erwähnt? Bist du bekloppt? Du musst dich erst mit ihm treffen. Geh in die Stadt und sieh es dir selbst an. Es ist fantastisch. Und das ist jetzt quasi auch der Beginn dieser Rassenquest-Reihe. Ja, alles, was grün markiert ist, sind Rassenquests. Und hier sind wir bei einem sehr, sehr interessanten und schönen und komfortablen Punkt von ArcAge. Ihr seht hier diese Pfeile. In jedem Gebiet kriege ich quasi über diese Pfeile, die farblich unterschiedlich sind, die nummeriert sind, angezeigt, wohin ich für welche Quest muss. Super praktisch. Finde ich geil. Wo wir bei Komfort sind, auch das Inventar finde ich sehr, sehr schön aufgeräumt. A, kann man es immer schön automatisch sortieren. B, kann man es hier sich nur Ausrüstung anzeigen lassen oder Verbrauchsgüter oder Handwerksmaterial oder Questgegenstände. Wir können aber auch noch neue Tabs hinzufügen und quasi Kategorien selber definieren. Wir können zum Beispiel sagen, hier, ich möchte mir in einem Fenster bloß Begleiter anzeigen lassen. Ja, Pets oder so. Dann haben wir diesen Reiter. Super. Man kann es natürlich auch mixen. Ja, man kann natürlich sagen, okay, ich möchte hier Kostüme und Tierausrüstung. Beispielsweise, ja. Und dann haben wir eben einen Tab, wo nur das angezeigt wird. Fantastisch. Das sind so Sachen, die würde ich mir tatsächlich in mehr MMOs wünschen. Also da könnten sich andere Spiele ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Oh, guck mal, ein riesiges Kaninchen. Und es kann sogar sprechen. Fantastisch. Können wir mal ein Jahr anzoomen.
Oh, bist du süß. Oh. Ja. Okay. während ich mir weiter vor mir hinkröchze, sprechen wir mal mit Bürgermeister Gold. Gott. Ah, da bist du ja. Bereit für die große Reise? Ich wollte sicher gehen, dass du richtig vorbereitet bist, bevor du aufbrichst. Die Ältesten haben deiner Reise zugestimmt, aber wir haben nicht das Geld, um sie zu finanzieren. Warum fragst du nicht die Bewohner, ob es irgendwelche Arbeiten gibt, die erledigt werden müssen? Etwas mehr Geld für den Weg könnte nicht schaden. Eigentlich habe ich gehört, dass ein Rudel Solzrieder Wildschweine Leute in der Sackgasse westlich der Stadt angreifen. Wildschweine sind gefährlich, aber das gesamte Dorf könnte sich tagelang nur von einigen wenigen ernähren. Wenn du denkst, dass du ein paar erlegen und mir ihr Solzrieder Wildschweinfleisch bringen kannst, würde ich dir nur zu gern eine Belohnung aus der Schatzkammer der Stadt geben. Na, da sagen wir doch nicht nein. Also, gleich geht's auf Wildschweinjagd. Vorher sprechen wir aber hier mit dem Propheten. Du möchtest also dein Schicksal erfahren. Ich höre die Worte der Seemaid. Sie sagt, dein Name ist Warzor und dass du dich bald auf eine große Reise begeben wirst. Halt! Warte! Was ist das für ein merkwürdiges Leuchten, das dich umgibt? Ach, das. Niemand scheint es zu wissen. Es passiert einfach manchmal. Hat deine Seemaid dir zufällig etwas darüber gesagt? Hat sie dir überhaupt irgendetwas Nützliches gesagt? Aber Warzor, sei doch nicht so unhöflich zu dem lieben Propheten. Oh, da fällt mir ein, ich habe vielleicht endlich einen Hinweis auf dein seltsames Muttermal gefunden. Wer ist denn das jetzt? Und die meinen es mit Muttermal, aber nicht meine Warze, oder? Das wäre geil, wenn ich dem Charakter eine Warze verpasse und das wird dann eingebaut in eine Quest. Also, oder Muttermal. Nein, aber das ist eine Warze. Als ich aus den Feldern nach Hause ging, begegnete ich im südlichen Blaunebelwald einem Mädchen namens Marion. Sie meinte, sie sei auf der Suche nach jungen Nurjan, die glänzen wie Gold, und ich erwähnte dich. Vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Endlich jemand, der das Licht erkennt. Danke, Pan. Ich werde umgehend mit ihr sprechen. Das goldene Zeichen. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich muss euch nun verlassen, um einer heiligen Pflicht nachzukommen. Es ergehe euch allen wohl, insbesondere dir, Warzor. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Ja, dann werden wir das irgendwann mal wohl. Tschüss, Prophet! So, oh, guck mal, hier ist Monika. Die möchte aber nicht mit uns sprechen. Okay, Wildschweine. Wildschweine jagen. Ja, Mann. Und die essen die auch, ja? Sind wir hier im gallischen Dorf oder bei Asterix und Obelix? Stehen die auch irgendwo rum? So, mal gucken. Ein bisschen im Nahkampf zu. Mit was hauen wir denn da im Nahkampf zu? Ein Stock. Es ist ein Stock. Aber tada! Wir sind im Level aufgestiegen. Haben Level 2 erreicht und wir haben unseren ersten Skillpunkt bekommen. Und den können wir jetzt hier verteilen auf... Ja, im Prinzip... Ja, gut. Viel Auswahlmöglichkeiten haben wir nicht. Wir können jetzt hier den Frostpfeil erlernen. Das ist ein ganz cooler Zauber, macht ordentlich Schaden und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit des Gegners. Also sehr, 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 sehr praktisch das Ganze. Und wie ihr sehen könnt, auf Level 5 können wir ein weiteres Skillset lernen und auf Level 10 nochmal ein drittes. Das heißt, da könnte man dann was, was ich irgendwie Nahkampfset nehmen oder ein Heilungsset oder Hexerei oder was auch immer. Es gibt noch andere Skillsets als die, die man am Anfang bei der Charaktererstellung auswählen kann. Das sind die primären, es gibt noch sekundäre Skillsets. Und man kann die halt frei miteinander kombinieren und man kann sie auch immer wieder austauschen. Kostet natürlich ein bisschen Ingame-Geld, ja, aber das ist möglich. Und so kann man sich quasi auch dann verschiedene Klassen-Builds anlegen und immer wieder wechseln, je nach Situation. Ziemlich cool, man kann seinen Charakter frei gestalten. Und das ist ja immer eine sehr, sehr löbliche Sache bei einem Online-Rollenspiel. So, halt. Jetzt probieren wir mal den Frostpfeil aus. Zack. Der hat natürlich einen Cooldown von 5 Sekunden. Also, der muss erstmal wieder aufladen, bevor wir ihn benutzen können. Aber währenddessen nutzen wir dann halt einfach unsere Feuerbälle. Na, der ist noch nicht tot. Dann
Hauen wir mit unserem Stock nochmal drauf. Jetzt mal ernsthaft, das ist einfach nur ein Stock, den wir da haben. Oder? Nee, Flöte. Moment, Bogen. Da. Oh, es ist ein Zepter. Entschuldigung. Ein Zepter. Für mich ist es ein Stock, ein Ast. Flöte. Bevor ich nicht verwundert. Jeder Charakter ist am Anfang auch mit einem Musikinstrument ausgestattet. Und die Flöte schafft es halt, Mana zu generieren. Bei sich und anderen Verbündeten in der Nähe. Wir können sie ja einfach mal nicht ablegen. Sondern ich wollte sie spielen. Jetzt ziehe ich sie mal in die Aktionsleiste. Und spielen wir Flöte. Und ja, weil wir jetzt irgendwie nicht das volle Mana hätten oder irgendjemand in der Nähe wäre. Was macht das Wildschwein da? Also ihr merkt, die sind nicht aggressiv, ja. Die haben auch hier noch eine orangene Schrift. Die greifen nicht von selbst an. Aber was ist das gerade, was es da gerade machen wollte, das gefiel mir irgendwie nicht so. Deswegen schalten wir das Viech lieber aus. Denn das war mir etwas suspekt. So, der Finale mit unserem Zepter. Ja, und das ist im Grunde genommen Arcage. Ja. Ich bin jetzt auch schon weit eigentlich hinaus über die Zeit, die ich eigentlich aufnehmen wollte. Aber man kann halt so viel erklären in so einem MMO. Auch am Anfang schon. Wir schnappen uns jetzt diese Quest, da gibt es direkt die nächste von Alan. Alan Harper? Nein. Aber ja, das ist Arcage, so im Grunde genommen, ja. Wie gesagt, das ist dieser normale Level-Questen-Teil. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr in diesem Spiel, denn nennt sich selbst ein Sandpark-MMO, das heißt, man kann unfassbar viel abseits der Quests machen. Also nicht nur, dass es halt PvP und Instanzen gibt, sondern es gibt eben das Crafting-System, was halt umfangreich ist. Man kann sich eigene Farmen, eigene Felder anlegen, da irgendwelche Sachen anbauen oder Tiere züchten. Man kann sich ein Haus bauen, man kann sich später ein Schiff bauen, damit übers Meer segeln. Man kann Verbrecher werden, beziehungsweise Pirat. Da wird man von seiner Fraktion ausgeschlossen, tritt quasi der Piratenfraktion bei und ist fortan ein Gesetzloser. Das sind alles so Möglichkeiten. Es gibt, wenn man Leute der eigenen Fraktion umbringt, dann kann man vor Gericht gestellt werden, dann kann man im Gefängnis landen. Also es gibt sehr, sehr viele Sandbox-Elemente in diesem Spiel und das macht Arcage so besonders, wie ich finde. Dazu kommt einfach, dass es gut aussieht, dass es diese netten Komfortfunktionen hat, wie eben diese Pfeile oder diesen Hund. Nein, der ist natürlich keine Komfortfunktion. Und es macht einfach Spaß. Es macht wirklich einen runden Gesamteindruck und das eben jetzt schon in der Closed Beta. Also, ihr solltet euch das Ding definitiv mal anschauen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Wir haben ja einige Keys verlost. Vielleicht gehört ihr ja zu den glücklichen Gewinnern. Und wenn nicht, dann verlosen wir vielleicht irgendwann nochmal welche. Ich möchte nichts versprechen, aber kann ja durchaus sein. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut vorbei auf unserem Kanal. Es gibt noch ein, zwei weitere Videos zu Arcage. Unter anderem ein Video zu einer der ersten Gruppeninstanzen. Und ja, wir werden uns auch noch ein bisschen die Spielwelt von Arcage anschauen. Das alles und noch vieles mehr an anderer Stelle hier auf unserem Kanal. Abonniert ruhig, wenn es euch gefällt und schreibt in die Kommentare, wie gefällt euch Arcage. Falls ihr welche Kritik für dieses Video habt, dann her damit. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Adieu.